An was willst du dich wirklich erinnern? Ich begrüße dich von ganzem Herzen zu deinem Satsang. Zurück Erinnerung an Gott, an deine Wahrheit. Ihr Lieben, unser Leben ist voller Erinnerungen. Wir erinnern uns an schöne Urlaube, an schöne Begegnungen, an liebe Menschen. Wir erinnern uns daran, als unsere Kinder noch klein waren. Wir erinnern uns an liebevolle Momente, aber nur selten erinnern wir uns an unsere Heimat, an Gott. Und ich weiß aus vielen Gesprächen in den Satsangs, in unserer Community, dass die Menschen immer sagen, ja, wie soll ich mich denn an Gott erinnern? Gott ist ja nicht da, wie meine Kinder, mein Partner, meine Partnerin. Und wie soll denn die Erinnerung an Gott aussehen, wenn ich doch eins bin mit Gott? Die Erinnerung an Gott ist die Erinnerung an die Liebe. Und wenn wir eins sind mit Gott, dann sind wir eins mit der Liebe. Und ich möchte euch heute in der Lektion 231 etwas über diese Erinnerung vorlesen und euch die göttliche Liebe mit in diesen Tag geben. Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Wonach könnte ich suchen, Vater, als nach deiner Liebe? Vielleicht denke ich, dass ich nach etwas anderem suche, nach einem Etwas, dem ich viele Namen gab. Und ich bitte dich jetzt, schließe einfach mal die Augen und mach dir mal bewusst, wonach du ständig suchst. Nach was suchen wir? Nach Sicherheit, nach Liebe, nach Angenommensein, nach Gesellschaft, Gesellschaft aber, die uns wertschätzt, die nicht über uns urteilt, die uns so annimmt, wie wir sind. Wir suchen nach finanzieller Freiheit. Wir suchen nach Ruhe, nach Beständigkeit. Wir suchen nach echter, wahrer Freundschaft, nach Verbindlichkeit, dass man sich auf das Wort des anderen verlassen kann. Und all das ist Gott. All das ist Gott. Doch ist deine Liebe das Einzige, was ich suche oder jemals suchte? Denn es gibt sonst nichts, was ich je finden wollen könnte. Gib, dass ich mich an dich erinnere. Wonach sonst könnte ich verlangen, als nach der Wahrheit über mich selbst? Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Wonach könnte ich suchen, Vater, als nach deiner Liebe. Und plötzlich nehmen wir wahr, und das ist die Erkenntnis, dass doch in allem, was wir da draußen sehen, Gott ist. In unseren Kindern, in den Freundinnen und Freunden, in den Partnerinnen und Partnern. Ist das nicht Gott? Ist das nicht die Liebe? Und wenn mein Licht strahlt
Und wenn meine Liebe durch die anderen hindurch scheint, ohne Urteil, ohne Bewertung, ja, dann finde ich doch Gott in allem, was ich sehe. Also kann ich jetzt einatmen und spüre die Sicherheit. Gott umgibt mich in allem, was ich sehe. In den zarten Blüten einer Pflanze, im Gespräch mit meinen Freunden und in der Ruhe des Alleinseins, wenn ich eins bin in der göttlichen Gesellschaft. Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Das ist wie das kleine Kind, das sich immer daran erinnert, dass die Sicherheit in seinen Eltern ist. Ich darf einfach so sein und du, Vater, gibst mir deinen Schutz. So wie ein kleines Kind vertraut und einfach im Sein ist, ohne groß zu kontrollieren, sind die Eltern denn morgen auch noch da? Bin ich morgen noch in Sicherheit? So vertrauen wir der göttlichen Führung und lassen uns fallen in die Erinnerung, dass wir eins sind mit Gott. Und aus dieser Fülle heraus gestaltet sich unser Leben in Freude und Leichtigkeit. Gib, dass ich mich an dich erinnere. Wonach sonst könnte ich verlangen, als nach der Wahrheit über mich selbst? Dies, mein Bruder, ist dein Wille. Und du teilst diesen Willen mit mir und auch mit dem einen, der unser Vater ist. Dich an ihn zu erinnern, ist der Himmel. Der Himmel ist immer in uns. Und wenn wir uns jetzt von dem Ego-Stress erlösen, von diesen kontrollierenden Gedanken, dass wir alles selbst erledigen müssen, dann dürfen wir jetzt einen Schritt zurücktreten und uns daran erinnern, dass wir Gott die Führung überlassen möchten. Dies suchen wir, den Himmel. Dies, mein Bruder, ist dein Wille und du teilst diesen Willen mit mir und auch mit dem einen, der unser Vater ist. Und so wie sich Gott die Liebe immer an uns erinnert, egal wann wir zurückkommen, egal wie lange wir uns verheddern in den Widrigkeiten des Egos, wir sind immer herzlich willkommen. Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Die Erlösung ist ein von Gott gegebenes Versprechen, dass du deinen Weg schließlich zu Gott finden wirst. Es kann nur eingehalten werden. Die Erlösung bürgt dafür, dass die Zeit ein Ende haben wird. Und alle Gedanken, die in der Zeit geboren wurden, gleichfalls enden werden. Der Gedanke des Friedens wurde von Gottes Sohn in jenem Augenblick gegeben, als sein Geist an Krieg gedacht hat. Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Wonach könnte ich suchen? Als nach deiner Liebe. Versuch heute, wenn du durch den Tag gehst,
genau wie in unserem Sonntagserwachen, wenn wir die Liebe feiern. Versuch heute mal, jeden Konflikt, jeden Streit, jedes Urteil über dich als Erlösung zu sehen und erinnere dich daran, dass alles, was dir gegenübersteht, die reine Liebe ist. Erinnere dich daran, dass du nicht Körper sehen sollst, sondern das strahlende Licht. Dabei wünsche ich dir heute ganz viel Freude und ich freue mich, wenn du unser Video teilst und die Liebe verschenkst in diese Welt, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und am meisten freue ich mich über deinen Kommentar. Kannst du dich erinnern an Gott? Wo ist denn im Tagesablauf die Erinnerung an Gott? Sie ist in dir. Du brauchst nur etwas innehalten, dieser Erinnerung den Raum zu geben. Und schon bist du verbunden mit der göttlichen Liebe, die dich führt und leitet in Frieden, in Stille und Leichtigkeit. Ihr Lieben, ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag sehen, im Sonntagserwachen oder in unserer Mittagspause. Und klick jetzt einfach mal unten auf den Link und informiere dich über unsere Community und schwelge in wertvollen Erinnerungen an dein wahres Sein. Für heute sage ich Namaste. Seid gesegnet in der göttlichen Liebe. Alles Gute für dich.